Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core. Ich bin es eurem Smuffix. Beim letzten Mal sind wir hier endlich nach Modio geheim gekommen. Eine reine Geisterstadt. Ja, wir waren ja auf der Suche nach Holländer. Nachdem wir Genesis ja so, wie es aussieht, besiegt haben, wartete noch Holländer. Dieses verrückte Monster, was eigentlich an all diesen Experimenten schuld ist, auf uns. Und wir haben ihn fast geschnappt. Doch dann, scheinbar, hat jemand ihm geholfen, und zwar Angel. Und ich denke, nun wird es zu einer Konfrontation zwischen uns kommen, die wir so lange vermieden haben, weil ich weiß nicht, wieso Angel sich schon wieder auf die falsche Seite gesetzt hat, aber ich denke, wir werden es nun herausfinden. It should have been me. I should have dealt with Genesis. Yeah. Then why'd you send me? To prepare you for your next fight. Have you lost it? Stop it! Someone's waiting for you, no? Angel, don't do this. Very good, Angel. It is time to exact vengeance for our family's suffering. Family? No! My father is dead! Fine. Then do it for your mother. My mother's shame made her take her own life! Shame? How terribly misguided. She should have been proud. Proud that she was the namesake of our experiment. Project G, or should I say, Project Jillian. Don't say her name. Jillian, the woman implanted with Genova cells, Genesis, who had her genes mapped onto him during the fetal stage. Yes, Genesis was a failure, I'll admit it. But you, Angel, you were actually bred inside Jillian's body. You are perfection. Zack, I am perfect. A perfect monster. My cells can absorb genetic traits and pass them along to others. A two-way conduit. Genova's power has passed on to you completely. Zack, do you remember what I said about our enemy being all that creates suffering? Yeah, but you're not one of them. But I created my own suffering. Zack, let me show you. Stop it! You don't know what you're doing! At least one sample! Angel! Thank you.
Jill. What happened to honor? Activating combat mode. Das perfekte Monster. Anders kann man es gar nicht sagen. 27.000 Leben. Oh Leute, war nicht gut. Alter, ich bin auch. So, 27.000 Leben, Mann. Das wird alles anders leicht, Mann. Cloud, gib mir Kraft, Mann. Hochmut schwingen. Er kombiniert die Angriffsmethoden aller Monster, die er hier assimiliert hat. Also, nun haben wir hier die wahre Geschichte im Endeffekt erfahren. Von Angel. Oh. Immer wieder, Mann, hier unten. So, von Genesis und auch Angel. Jetzt komm, 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 Cloud, 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 super. Danke, Angel. So mag ich dich ein Stückchen weniger, Mann. Bitte. Ich brauch dich. So, schön ausgewichen. Ach, bitte, irgendjemand, Mann. Komm, 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 komm. Alter, was ist denn los, Mann? Unser ganze DBW ist kaputt, Mann. So, schön gedodged und jetzt wieder einfach schön hinten stehen. Wir haben unseren Schutzengel. So, MP frei, nehme ich auch gerne. Na, macht aber weniger, als wenn wir normal angreifen. Jetzt, oh, weil da wache ich mir nicht aus. Komm, Mann, Angel, Mann, du bist doch immer noch für mich da. Was ist jetzt? Oh mein Gott. Hä? Genesis? Genesis? Show me the true power of soldier. Mind your own business. Genesis! Frag mich nicht wieso. Oh nein, 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 nein. Das war schlecht, das war schlecht. 16.000, okay. Jetzt, Cloudman. Komm, give me strength, give me strength. Ja. Komm schon. DBW, Mann. Dreh mal dich. Oh, leider, Mann. Cloud, ich hab dich total lieb, Mann. The power of soldier. Alright, here comes the big one. So, 717, das ist eigentlich ziemlich wenig, Mann. Aber egal, Leute. Wir kriegen das alles gut hin, Mann. Immer schön von hinten hier draufhauen. Er macht ja im Endeffekt nichts, außer er wird irgendwann mal einen Special Move raushauen. Da müssen wir dann ganz stark aufpassen. Genau jetzt. Ich wollte blocken! Alter, einfach mal. Fast ein Instant-Tot. Aber nur fast. Aber nur fast. Ah. Stehen wir hier die letzten Besitztümer von Genesis. Komm, Aerith. Komm schon, das ist unser Grund zu kämpfen. Good luck. Thanks. Ja, Leute, es ist eigentlich unbeschreiblich, was hier passiert ist, Mann. Genesis also und Angel waren im Endeffekt nur Experimente, die diese Genova-Zellen der Jillian, der Frau, die hier Angels Mutter im Endeffekt war, injiziert bekommen hat, um eben dann hier diese Supersoldaten im Endeffekt zu erschaffen. Bin ich hier noch unverwundbar nicht mehr. Aber vielleicht gleich wieder. Und daraus wurden dann eben hier diese Wesen. Genesis, der eben auf einmal in unserer DBW ist, fragt mich nicht wieso. Und eine sehr starke Degradierung hat, während Angel so gut wie keinen Degradierungsprozess hat und immer weiterkämpft, aber er hat aufgegeben. Er wollte das nicht mehr. Nun wird es nicht gut für ihn enden.
Zack. You have my thanks. This is for you. Protect your honor, always. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. Hey, Zack. The sky is closer in the city above, right? Kinda scary, but the flowers might like it. Maybe. So you want to be a soldier? Hang in there. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No. An order. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Ja, was war das für ein Kapitel? Ein schicksalhaftes Treffen mit einem gewissen Cloud und zwei von vier insgesamt Rang 1 Soldaten sind hier in dieser Mission gestorben. Genesis, dem wir jetzt vielleicht nicht ganz so nachtrauen, und Angel, unser Lehrmeister, unser Freund, unser ja, Wegweiser, unser Fels in der Brandung. Und niemand anders als wir haben ihn getötet. Ihr seht, einige Zeit ist vergangen und Zack ist auch hier ein bisschen erwachsener geworden. Und der kleine Rookie, den wir am Anfang kennengelernt haben, ja,
Der ist verschwunden. Leute, wie es weitergeht und wie was wir als nächstes überhaupt machen müssen, jetzt wo Genesis eigentlich besiegt werden, ist, sein sollte, werden wir beim nächsten Mal darauf finden. Holländer treibt wahrscheinlich immer noch irgendwo sein Unwesen und dem werden wir uns schnappen. Was ansonsten noch auf uns wartet, erfahren wir beim nächsten Mal von Let's Play Final Fantasy Crisis Core. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.